Fabio De Masi, der Spitzenkandidat des Bündnis Sahra Wagenknecht für die Europawahlen, greift Katja Wolf und Steffen Schütz vom BSW Thüringen für die Einigung, die das BSW dort mit CDU und SPD erzielt hat, frontal an. Es gibt Kritik, da das BSW in wirklich allen relevanten politischen Fragen in Thüringen sich nicht durchgesetzt hat. Es hat alle Positionen abgeräumt. Die Schuldenbremse steht im Sondierungspapier. Damit wird es nicht genug Investitionen in Thüringen geben. Es wird nicht genug Geld für mehr Lehrer geben. Bei der Friedenspräambel hat sich das BSW nicht durchgesetzt. Da hat Wagenknecht gesagt, ja, wir unterschreiben Koalitionsvertrag nur, wenn es ein Veto gegen US-Mittelstreckenraketen und ein Veto gegen Waffenlieferungen gibt. Beides findet sich im Papier nicht wieder. Und das ruft Kritik von vielen BSW-Politikern hervor, so auch vom guten Fabio De Masi, der wie gesagt Spitzenkandidat des BSW fürs Europaparlament war, also eine weitere hohe Figur im BSW, der sich sehr negativ zu dem äußert, was da in Thüringen gerade passiert. Er schreibt, ich habe nichts gegen pragmatische Realpolitik. Es ist machttaktisch, aber nicht besonders schlau zu sagen, es gebe keine Alternative zu einem Eintritt in eine Landesregierung, da man Höcke um jeden Preis verhindern müsse. Auf jedem Wochenmarkt geht man mit einer solchen Taktik beim Verhandeln unter. Und man hält Merz die Steigbügel zur Kanzlerschaft. Man braucht strategische Optionen und sollte eigene Inhalte in den Mittelpunkt stellen. Und die strategische Option in Thüringen, die ist vollkommen klar. Das BSW hätte sagen müssen, wenn wir die Dinge, die wir wollen, unsere zentralen Punkte, also es geht jetzt nicht ums ganze Wahlprogramm, es geht um die zentralen Punkte, also Aussetzung der Schuldenbremse, Friedenspräambel, vernünftige Wirtschaftspolitik, genug Investitionen in die Infrastrukturen, bessere Bildungspolitik, wenn wir die nicht bekommen, dann wird das nichts mit einer Koalition. Dann gehen wir in die Opposition und dann wird Höcke halt Ministerpräsident in der Minderheitsregierung. Ist uns doch egal. Oder müsst ihr mit der Linken zusammenarbeiten, liebe CDU. Macht, was ihr wollt, aber macht es dann ohne uns, wenn ihr nicht bereit seid, Kompromisse zu schließen. Das wäre die einzig schlaue Haltung des BSW gewesen. Und ja, De Masi spricht es hier offen aus, was jeder, der halbwegs strategisch denken kann, was jedem, der halbwegs strategisch denken kann, sowieso klar sein müsste. Ich fand es bereits äußerst unklug, die Geschäftsordnung in Thüringen kurz vor der Wahl des Landtagspräsidenten zu ändern und somit der AfD in die Opferrolle zu helfen. Es gab 100 Gründe, sich konkret gegen die AfD-Kandidatin auszusprechen, die zum Beispiel Gelder veruntreut haben. Dazu muss man nicht kurzerhand die Geschäftsordnung ändern. Ja, zumal die Änderung der Geschäftsordnung der Bruch eines Wahlversprechens war. Also das BSW hatte vor der Wahl gesagt, ja, wir setzen uns inhaltlich mit der AfD auseinander. Wir behandeln die AfD wie jede andere Partei aus. Wir stellen sie inhaltlich. Nicht, wir ändern irgendwelche Geschäftsordnung mit halbseitigen Tricks, tun uns mit der CDU zusammen und sägen so AfD-Kandidaten ab, die traditionell eigentlich das Recht hätten, in diese Position zu kommen. Denn es war ja immer traditionell so, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellen sollte. Jetzt plötzlich bei der AfD war das nicht mehr so. Man kann in einer Partei unterschiedliche Sichtweisen haben und diskutieren, wie man Verbesserungen im Land durchsetzt. Dies aber gegen die eigene Partei mit der Brechstange durchsetzen zu wollen und sich eine öffentliche Auseinandersetzung zu erzwingen, ist unverantwortlich. Ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen in Thüringen erkennen, dass wir einen gemeinsamen Weg brauchen. Dann kann das auch noch gemeinsam was werden. Wenn nicht, wird es keine Mehrheit in Thüringen geben, die trägt. Und das freut dann vor allem Höcke. Ja, exakt. Also wenn das BSW jetzt in eine Landesregierung geht, dort sein gesamtes Programm verrät, dann wird das BSW abgestraft werden und dann wird ein sehr relevanter Teil der BSW-Wähler bei den Wahlen 2029 Björn Höcke wählen. Ein Teil der CDU-Wähler wird sicherlich auch noch enttäuscht sein, dass die CDU in eine Koalition mit einer linken Partei geht, dass die CDU wieder mal das Gegenteil dessen gemacht hat, was sie vor der Wahl versprochen hat. Also es müssten CDU-Wähler mittlerweile gewöhnt sein, aber viele wählen ja trotzdem seit Jahrzehnten CDU. Aber irgendwann wachen selbst die auf und dann hat Höcke 2029 die absolute Mehrheit. Also diejenigen, die jetzt die jetzt unbedingt Höcke verhindern wollten, die unbedingt eine Regierung gegen Höcke bilden wollten, das sowieso schon ein schwachsinniges Ziel ist. Man sollte für ein positives Programm antreten und nicht dafür, um irgendjemanden zu verhindern. Aber die diesen Plan hatten, die helfen dadurch, wenn sich hier eine schlechte Regierung bildet, die schlechte Arbeit macht, und das ist wirklich ein furchtbares Sondierungspapier, was das BSW hier ausgehandelt hat, die helfen letztlich Höcke und die sorgen so dafür, dass die AfD länger an der Macht bleibt. Dass die AfD überhaupt an die Macht kommt, dass die AfD die absolute Mehrheit in Thüringen holen kann. Ja, also man befördert hier den Aufstieg der AfD, indem man eine falsche Politik macht und sich ins Altparteienkartell einreiht, was die AfD pauschal ausgrenzt, aber die Verhältnisse in unserem Land immer weiter verschlechtert. Und das darf das BSW auf keinen Fall machen. Hier habt ihr mit Fabio De Masi, nach Sylvain Baderlehn, nach Amira Mohamed Ali, nach Sahra Wagenknecht, nach Sherwin Hakschuno, nach den ganzen anderen hochrangigen BSW-Politikern, die sich schon gegen Wolf und Schütz geäußert hatten, jetzt nochmal jemanden,
gehört, der genau das sagt, was ich und Marlon auf unseren Kanälen auch schon die ganze Zeit erzählen. Das BSW darf nicht leichtfertig in die Regierung gehen. Die Einigung in Thüringen ist ein Desaster und das BSW sollte schnellstmöglich die Gespräche dort abbrechen. Und wenn Katja Wolf das nicht will, dann muss der Bundesvorstand sie wohl oder übel absägen. Also es ist ja laut BSW-Satzung möglich, einzelne Landesverbände aufzulösen im Notfall.